So eine Aufgabe zu vier Felder und zum Baumdiagramm. Ich mache beides und zwar drei Infos sind gegeben. Ich habe in der Schulklasse 60% Mädchen, ein Drittel der Mädchen spielt Fußball und 40% der Klasse spielt Fußball. Und jetzt mache ich es mal mit Baum. Also ich habe Mädchen und Jungs und dann habe ich immer Fußball und nicht Fußball. Fußball, bisschen so mehr Platz, so. Und nicht Fußball. So, wenn ich hier 60% Mädchen habe, 0,6, dann logischerweise 0,4 Jungs. Ein Drittel der Mädchen, das ist schon das, was ich auf hier hinschreiben darf, weil wenn ich weiß, ich habe hier Mädchen, dann spielt eben ein Drittel von diesen Mädchen Fußball. So, zurück. Und logischerweise zwei Drittel Mädchen, nicht Fußball, zwei Drittel. Aber bei den Jungs weiß ich es nicht. 40% der Klasse spielt Fußball. Ja, das, also wo kommen die 40% hin? Das ist beim Baum so ein bisschen schwierig. Ich kann aber jetzt die Pfadregel machen. 0,6 mal ein Drittel ist 0,2. Ja, hier wird multipliziert. Das heißt, ich weiß hier 0,2. Also 20% sind fußballspielende Mädchen. Also P von Mädchen geschnitten Fußball gleich 0,2. Das ist hier so und den tun wir weg. Gut, und dann gibt es da unten noch Fußballspiele Jungs, die kenne ich aber nicht. Ja, also das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber die 40%. Also zusammen, hier wird dann Plus gerechnet. Ja, die zusammen müssen 0,4 sein. Jetzt ist die Mathematik jetzt nicht so kompliziert, um rauszufinden. Die zusammen müssen auch 20% sein. Also die Fußballspielenden Jungs müssen 20% sein, damit ich am Schluss die 40% hinbekomme. Und das kenne ich nicht. Wenn ich es nicht kenne, nenne ich es x. So, wieder so mal. So, das nenne ich jetzt x. So. Also, wie viel Prozent der Jungs spielen Fußball? Keine Ahnung. Gut, und dann kann ich aber an der Stelle wieder so eine Pfadregel machen. Da wird wieder multipliziert. Also 0,4 mal x gleich 0,2. Und dann eben dividiert durch 0,4, dividiert durch 0,4. Und damit habe ich x gleich 0,5. Okay, die Hälfte. Hier kann ich das da wegmachen. Ja, wieder rein. Also x ist 0,5. Die Hälfte aller Jungs spielt Fußball. Damit habe ich 20% Fußballer. Damit, wenn ich das addiert, 0,2 plus 0,2 ist 0,4. Passt alles. Ich mache da unten dann natürlich auch 0,5 Fußball. Ich brauche ja immer. Die 0,5 und 0,5 müssen 100% sein, ja, ein Drittel, zwei Drittel 100%, 0,6, 0,4 100% und so weiter. Die gleiche Geschichte mache ich jetzt mal mit der 4, so, das da weg, mit der 4-Felder-Tafel. Gut. Mal ist das eine leichter, mal das andere. In dem Fall braucht man ein Mädchen, Jungs, Fußball, nicht Fußball. So, 60% Mädchen, das ist hier und dann logischerweise 40% Jungs und 100% ist 1,0. Das ist alles ein Drittel der Mädchen. Da muss man aufpassen. Also hier steht nicht ein Drittel, sondern ein Drittel von 60%. Da macht man. Also ein Drittel mal 0,6 wird multipliziert, ja, gleich 0,2. Und die stehen da drin, die 0,2. Also bei der vier Felder muss man an der Stelle aufpassen. Und jetzt kann man den Rest ausfüllen. Da müsste es hier 0,4 sein, damit es passt. Ah ja, was haben wir noch? 40% spielt Fußball. Die kann ich jetzt hier schön hinschreiben. Dann müssen das 0,60 sein, also die 40%. Und damit habe ich die Jungs. 0,2 und 0,2. Also 20% sind fußballspielende Jungs. Das ist der Schnitt. Das ist das, was ich da unten hatte. Und 40% sind nicht fußballspielende Mädchen von der ganzen Klasse. Also von, und das sind, ah, die sind hier. Die habe ich noch gar nicht ausgerechnet. Hier müssen dann 0,4 sein. Und Jungs, die nicht Fußball spielen, sind auch 0,2. 0,2. Und wenn man jetzt hier alles zusammenrechnet, hat man wieder 1. Jetzt ist es zwar ein Riesengekruschel, wenn ich hier Plus mache, kriegt es wieder 1. Aber die vier Fälle ist schon schön.